Also ich glaube, es ist sehr leicht erkennbar, um welchen Konflikt es aktuell geht, der sich in dieser Nahtoderfahrung von Neto Curti widerspiegelt. Und genauso in der von René Passaroff. Die sind sich sehr, sehr ähnlich. Was mir in diesem Bericht auffiel, ist, dass Gefühle sehr, sehr stark betont werden. Gefühle sind sehr, sehr wichtig, scheint es zu sein. Die sind auch hier auf der Erde wichtig. Ich halte die für sehr, sehr wichtig, unsere Gefühle. Für mich stehen die im Vordergrund. Und ich glaube, das ist soweit auch schon ziemlich klar hier, dass Gefühle wie Liebe, Zuneigung, Mitgefühl allgemein, dass solche Dinge sehr, sehr wichtige Rollen in unserem Leben spielen und dass die im Jenseits noch sehr, sehr viel wichtiger sind. Und ich will auf diesen Konflikt gar nicht so viel weiter eingehen. Es ist einfach nur die Sache, dass das jetzt in mir sozusagen die Glocken hat läuten lassen. Also dieser Konflikt ausgebrochen ist vor kurzem und als ich mich dann natürlich sofort daran erinnerte, was dort schon prophezeit wurde, da habe ich einfach eins und eins zusammengezählt und dachte mir, ich muss jetzt dieses Video nochmal bringen und auch besprechen, wobei der Konflikt selbst nicht im Vordergrund steht. Es ist einfach die Tatsache, dass es Prophezeiungen gegeben hat, mehrere von unterschiedlichen Menschen, die alle auf ein scheinbar gleiches Ereignis hindeuten. Und wir machen uns natürlich jetzt Gedanken, hat das was jetzt mit unserer Wirklichkeit, mit unserer Zeit jetzt und hier zu tun? Es ist ja schlimm genug, was wir tagtäglich erleben. Und haben wir jetzt noch Schlimmeres zu erwarten? Es geht eher darum, was die Prophezeiungen eigentlich wert sind. Das ist für mich auch immer nur sehr schwer einzuschätzen. Ja, ich mache mir meine Gedanken. Ich habe natürlich viele, viele, viele Informationen im Hinterkopf, die ich miteinander abgleiche. Und versuche Sinn aus diesen ganzen Sachen zu machen. Versuche auch immer, genau wie jeder andere, zu ergründen, ist da was dran an dem, was dort berichtet wird? Viele Berichte, die liegen schriftlich, ausschließlich schriftlich vor. Andere Berichte, auch viele, die werden von den Leuten selbst vorgetragen, überwiegend in Englisch. Ich sehe sie auch in Spanisch. Und man beobachtet dann natürlich die Gesichter und versucht das zu ergründen. Aber darüber hinaus ist mir aufgefallen, dass es sozusagen Details gibt, die darauf hindeuten, dass da wirklich was dran ist an solch einem Bericht. Wenn man ein Gesicht dazu sieht, ist es noch leichter, das einzuschätzen, aber die Inhalte, die sprechen immer am meisten für sich. Wenn es um Liebe geht, wenn es um Versöhnung, um Frieden, um Mitgefühl, um Vergebung und alles solche Sachen geht, wenn die Liebe als solche ganz weit im Vordergrund steht, habe ich das Gefühl, dass das die gemeinsamen Nenner sind, die ganz, ganz viele Nahtoderfahrungsberichte miteinander vereinen. Dann, das fand ich auch sehr interessant, dann wurde von Neto Curti auch berichtet, dass sogenannte Gebetsgruppen von nur 20 Menschen, dass die den Frieden in einem einzigen Land herstellen könnten. So, die Macht des Gebets, ich bin davon absolut überzeugt, dass das eine große Macht besitzt. Es muss natürlich nur auch getan werden. Es muss richtig in Gruppen gebetet werden für den Frieden der Welt. Und auch dort gab es schon Untersuchungen, die angestellt wurden, wo wissenschaftlich festgestellt wurde, dass die Kriminalitätsrate in bestimmten Gebieten runterging, wenn gemeinsam für Frieden in dieser Region gebetet wurde. Also das ist auch nicht so sehr schwer vorstellbar, dass das wirklich machbar ist. Und ich hatte ja auch gesagt, dass ich dann den Nahtoderfahrungsbericht von René Passaroff auch als Link in die Videobeschreibung hier runter gleich mit einfüge. Und auch dort wird von weltweiten, globalen, geophysischen Veränderungen gesprochen. Also Veränderungen, praktisch Naturkatastrophen, die sich natürlich am schlimmsten auswirken auf die Menschen rund um den Globus. Und wenn bei Neto Curti darüber gesprochen wurde, dass sich also die Erdachse verschiebt, und auch das gab es in der Geschichte des Planeten schon vielfach, das haben uns Geologen schon lange berichtet, das ist nichts Neues, dass sich also, wenn sich die Erdachse verschiebt, dann ist es nicht schwer vorstellbar, dass sich also ja schwerste Naturkatastrophen ergeben würden. Also wie gehe ich jetzt damit um? Das ist ja die Frage, die ich auch angesprochen hatte. Wie können wir damit umgehen? Und ich
für meinen Teil erzähle, wie ich darüber denke. Und das kann jeder anders sehen. Genauso was die Konflikte betrifft, die dann nun im Nahen Osten entstehen, beziehungsweise schon lange existieren und jetzt wieder hoch aufflammen. Oder die Konflikte auch in Osteuropa und in anderen Gebieten der Welt, ja. Also es gibt ja viele, viele Kriegsherde auf der Welt, über die niemand spricht. Ich hatte das Glück, Israel zu besuchen zwischen der ersten und zweiten Intifada, als dort ziemlich viel Frieden herrschte in dem Land. Und ich habe mir damals das ganze Land angesehen, von der libanesischen Grenze auf der einen Seite bis hin zur ägyptisch-jordanischen Grenze unten am Roten Meer und zwischendurch Jerusalem. Ich habe mir das Tote Meer angesehen und vor allen Dingen natürlich in Jerusalem habe ich mir die ganzen Sachen rund um Jesus Christus natürlich angesehen. Ich war am See Genezareth, ich war in Nazareth, ich war in der Grabeskirche. Das war unglaublich zu sehen, die Grabeskirche. Alles war dort mit Gold gepflastert und das glitzerte und funkelte dort. Unglaublich. Ganz kleiner Ort, die Grabeskirche. Wirklich eine ganz, ganz kleine Höhle, die aber jetzt so ausgeschmückt war mit Gold und Schmuck und allem, was man sich nur vorstellen kann. Das war sehr, sehr beeindruckend. Überhaupt Jerusalem ist eine sehr, sehr beeindruckende Stadt. Ich war dort in dem modernen Teil der Stadt, aber natürlich vor allem in dem alten Teil der Stadt. Ich habe mir also damals schon meine Gedanken um all das gemacht. Und man kann sich wirklich fragen, warum sich eigentlich gestritten wird. Aber wenn dieses Stück Land, das dort existiert, alles ist, was die Leute haben, ja, wenn man nichts anderes hat, streitet man sich um das, was man hat. Es ist sehr, sehr schwer, diesen Konflikt aufzulösen. Aber auf der anderen Seite ist es auch wieder nicht schwer. Wenn der Wille zur Liebe für den anderen Menschen in jedem anderen Menschen vorhanden ist, wenn man bereit ist, die eigene Hand auszustrecken. Wo liegt dann das Problem? Aber einer muss damit anfangen. Ich denke dabei wirklich oft an Gandhi und wie der Indien praktisch aus der Zeit des Kolonialismus herausgesprengt hat, ohne je Waffen einzusetzen. Das ist doch das Wahnsinnige. Er hat es vorgemacht, dass die Möglichkeit besteht. Das wissen wir seit Gandhi. So, und Großbritannien war damals die Weltmacht Nummer 1, das, was heute die USA sind. Und es ist möglich gewesen. Es ist einfach passiert und das ist einfach eine Tatsache. Die Frage ist nur, wie bewegen wir die Menschen dazu, diesen Weg, den Gandhi uns vorgemacht hat? Und wenn es ein Beispiel davon gibt, so wie Gandhis, dann kann man das auch wiederholen. Nur wie bringen wir die Menschen dazu, sich so zu verhalten? Und ich weiß das auch nicht, wie man das schafft. Ich finde, dass das jeder für sich versuchen muss zu lösen, diese Probleme. Man kann andere Menschen motivieren. Man kann dafür beten. Man kann dafür meditieren. Man kann all diese Sachen machen. Man muss das tun. Schon mal für sein eigenes Seelenwohl muss man das tun. Das sind herausfordernde Zeiten, in denen wir leben. Und da gibt's keine Frage. Aber deshalb in Angst und Schrecken leben? Dazu sage ich ganz eindeutig nein. Ich hatte erwähnt, dass ich mir auch nicht schon seit, ich weiß nicht, sind es 10, 12, 13 Jahre, dass ich mir keine Nachricht mehr ansehe, wir gemeinsam hier in der Familie nicht mehr. Und das war gar nicht so leicht. Ich habe das an anderer Stelle schon mal betont. Das war gar nicht so leicht, davon die Augen zu lassen. Nicht die Hände, sondern die Augen und die Ohren zu lassen. Das dauerte 2, 3 Monate, bis ich keinen Wunsch in mir mehr verspürt habe, einzuschalten und nachzusehen und nachzuhören. Was ist denn da eigentlich passiert? Und die Wirtschaft? Und ist das Ende schon nah? Ich glaube, das war um 2008 herum, dass ich mich endgültig davon verabschiedet habe. Denn damals, das sah auch nicht gut aus mit der Wirtschaft. Und das war ja auch damals mit Griechenland, dass die ihre Schulden nicht mehr bezahlen wollten. Und dass es wirklich heiß herging. Und die Frage im Raum stand, ob die Währung zusammenbricht und dadurch auch die Wirtschaft und Lieferketten und die Ökonomie und all diese ganzen Konsequenzen, alles, was damit verbunden ist. So, was ich damit sagen will, ist, dass es einfach immer irgendwelche Probleme gibt, dass immer irgendeine Sau durchs Dorf gejagt wird. Es gibt natürlich wirklich
immer Konflikte in der Welt, immer Probleme. Aber hat sich schon jemals irgendein Problem davon gelöst, dass ich in Angst und Schrecken lebe? Davon hat sich noch nichts gelöst. Was mich vielmehr interessiert, ist, wie ich mein Leben lebe und ob mir das hilft, mein Leben zu leben, wenn ich in Angst und Schrecken versetzt bin. Jeden Tag. Von morgens bis abends, wenn ich mich davon auf der Arbeit und von Leuten in der Freizeit, von meiner eigenen Familie anstecken lasse, das hilft mir einfach nicht. Das macht mich nervös, das macht mich krank, das gibt mir Stress, das macht Angst. Da macht das Leben keinen Spaß mehr. Das hilft mir wirklich nicht. Da habe ich auch keine Lust mehr drauf. Wie lange soll man das denn aushalten? Um wie viele Konflikte soll man sich jetzt tagtäglich Sorgen machen? Das Leben, wenn man Glück hat, lebt man 80, vielleicht 90 Jahre alt. Und das Leben geht so schnell vorbei. Also wie viele Jahre soll ich in Angst und Schrecken leben und in Stress leben und im Grunde nicht glücklich sein? Ja, und ich habe das ja auch schon an anderer Stelle gesagt, dass es keinen Sinn macht, in Angst und Schrecken zu leben. Denn wenn ich so lebe, habe ich ja gar keine Kapazität mehr für die Liebe, die ich eigentlich anstrebe, die mich richtig gut fühlen lässt. Andere Menschen zu lieben und geliebt zu werden, ist doch das schönste Gefühl, das es überhaupt gibt. Aber wenn ich gestresst bin und wenn ich in Angst lebe, dann ist da keine Kapazität mehr für Liebe bei den meisten Menschen. Und das ist auch das, was wir sehen. Deswegen bin ich immer so sehr gegen die Angst. Angst fallen lassen. Wenn es kommen soll, dann kommt's. Und dann kommt es auch meist sehr überraschend. Denn selbst wenn sich Konflikte anbahnen, das heißt immer noch nicht, dass es jetzt zu Ende ist. Das heißt immer noch nicht, dass ich jetzt im nächsten Moment hier auschecken muss. Dass ich jetzt im nächsten Moment hier auf irgendeine schreckliche Weise umkommen werde. Ich sage immer, wenn hier eine Bombe aufs Dach fällt, ja, dann ist von einem Moment zum anderen Schluss. Hätte es denn Sinn gemacht? Hätte es dann Sinn gemacht, dass ich mich jetzt hier schon Tage und Wochen vorher in Angst und Schrecken aufgelöst hätte? Überhaupt nicht. Eigentlich wäre es schöner gewesen, dass ich mein Leben bis zu diesem letzten Moment in Liebe und in Zufriedenheit mit den Menschen verbracht hätte, die mir eigentlich am meisten bedeuten, statt meine Zeit mit denen zu verschwenden und mit denen zu vergeuden, die mir nicht gut tun und die mir auch nicht wohlgesinnt sind. Das heißt, das Leben ist so eine Art, das ist so eine Art Sache, wo man sich auswählen kann, was man wirklich haben möchte. Man kann sich immer dann auswählen, denke ich, wenn man sich frei macht von Wünschen, die einen in Dinge hineintreiben, die nicht gut dafür sind, für das, was man erreichen will im Leben. Und das erfordert sehr viel Mut. Das ist mir sehr, sehr wohl klar. Und den Mut, den bringen wir nicht immer auf. Das verstehe ich auch. Das dauert manchmal lange Zeit, bis man den Mut endlich aufbringt. Aber es gibt ja keine Alternative dafür. Die Alternative, die meisten Menschen, die wir oft leben, ist, in Angst und Schrecken zu leben und unglücklich zu sein. Aber das ist nicht die wirkliche Alternative, die wir für uns haben wollen, die wir für uns im Leben erschaffen wollen. Das Leben, das wir erschaffen wollen, sieht doch im Grunde ganz anders aus, als das, das wir leben. Und meine Erfahrung ist auch, dass das Leben so oder so schwer ist. Also wenn man sich frei macht, wenn man sich für irgendwas, für seine Träume einsetzt, für etwas Neues, für seine Wünsche und seine Vorstellung, dann ist das schwer, das zu erreichen. Ja? Oft stellt man fest, das hat nirgendwo hingeführt, aber wenn man sich diesen Träumen nicht hingibt, dann ist es ja auch schwer. Wenn man immer nur Ja und Amen sagt, wenn man immer nur alles abnickt, dadurch auf seine eigenen Wünsche und Vorstellungen vom Leben verzichtet oder die ganz stark einschränkt, dann ist das ja auch schwer. Dann ist das ja auch ein hartes Leben. Und das ist auch mit sehr viel Frustration und Stress und Unglücklichsein verbunden. Also wenn ich das sowieso habe, dann denke ich mir, dann versuche ich doch wenigstens meine Träume, Wünsche und Vorstellungen vom Leben umzusetzen und nehme dann die damit verbundenen Schwierigkeiten in Kauf und versuche, mich von meinen Gefühlen leiten zu lassen und immer wieder auch Abstand von meiner eigenen Blödheit sozusagen zu nehmen, wenn ich auf irgendetwas bestehe und wenn ich dabei feststelle, das lässt sich so gar nicht realisieren. So, und auf diese Art und Weise versuche ich das zu verstehen, dass das Leben auch gelebt werden kann, aber ich will auf keinen Fall in Angst vor dem Ende leben, denn
wie Doherty gesagt hatte, ganz zum Schluss des Berichts, dass die Endzeit nicht das Ende der Zeit ist. Es ist einfach nur das Ende einer Epoche. Das Römische Reich ist vergangen, die Griechen sind vergangen, die Ägypter sind vergangen und so viele andere Hochkulturen, von denen wir wahrscheinlich nicht mal erfahren werden, die sind alle vergangen. Aber es ging immer weiter. Und darum geht's, einfach nicht in Angst und Schrecken zu leben. Und wenn es vorbei ist, dann ist es eben vorbei. Denn dann ist es nur das Ende dieser menschlichen Erfahrung, die wir jetzt machen. Und ist das wirklich das Ende? Das muss man sich doch auch fragen. Ist das wirklich das Ende, das wir dann erleben? Ist das das Ende? Ich sage, das ist es nicht. Und da stehe ich ja nicht alleine. Das ist die Meinung vieler, vieler Rückkehrer. Das ist die Meinung im Grunde aller Nahtoderfahrungsrückkehrer, dass das absolut nicht das Ende ist. Das ist das Ende des Traums der menschlichen Erfahrung. Sonst nichts. Das ist das Ende der körperlichen Schmerzen. Das ist das Ende der Einschränkung. Das ist das Ende dieser relativ anstrengenden Reise als Mensch. Und das ist vielleicht gar nicht so schlimm, wenn man sich das mal genau überlegt. Obwohl natürlich niemand auschecken möchte, bevor die Zeit wirklich gekommen ist. Aber solange das Leben anhält, möchte ich das Leben leben und möchte ich Spaß am Leben haben. Es geht darum, dass man mit anderen Menschen in Verbindung tritt und dass man eine schöne, liebevolle, unterstützende Zeit miteinander verbringt, wo einer dem anderen hilft, wo man Freude daran hat, anderen Menschen zu helfen, wo man Freude daran spürt, wie man unterstützt wird von anderen Menschen, die das gerne machen. Denn das ist so ein schönes Gefühl, wenn es 1, 2, 3, 4, 5 vielleicht viele Menschen gibt, die wirklich was hergeben dafür, dass man selbst es besser hat im Leben. Das ist das wirklich Schöne im Leben. Wenn wir das gemeinsam leben, dieses Leben, wenn wir es gemeinsam wirklich wahr Hand in Hand mit anderen Menschen erleben, das Leben als Mensch. Und das geht einfach nur, wenn man sich jeden Tag, wenn man sich Mühe gibt, liebevoll zu sein, wenn man sich Mühe gibt, zu vergeben, wenn man seine eigenen Fehler bereut, aus tiefstem Herzen bereut. Ich sehe dafür keine Alternative, die machbar ist, sodass man gleichzeitig auch glücklich bleibt als Mensch, dass man die Hoffnung hat, dieses Leben zu leben, ohne aufzugeben. Denn man muss ja auch irgendwie die Kraft dafür täglich neu aufbringen. Wir leben in einer Zeit, die so, so schwer ist, weil so viele Menschen einfach auch schon, ich sag dazu nichts weiter, es ist ja offensichtlich, aber irgendwer muss ja damit anfangen. Irgendwer muss ja versuchen, die Fackel der Liebe sozusagen nach oben zu halten, die Fackel der Fürsorge und des Mitgefühls und der Reue, der Zusammenarbeit mit den anderen und der Vergebung einfach hochhalten, die Fackel. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Das ist das Einzige, was wirklich Freude ergibt im Leben, woraus man noch was ziehen kann. Und all das andere, das ist das Schwere für jeden von uns. Dass wir das loslassen. Dass wir sagen, okay, ja, hast recht, vorbei, weiter. Einfach sein Ding machen. Was sollen wir denn sonst tun? Dafür sind wir hier. Nicht dafür, die Welt schlimmer zu machen, sondern dafür, dass wir hier einfach irgendwie ein bisschen mehr Liebe in die Welt bringen. Darum geht es. Mir scheint das wirklich so der... Es ist diese Herausforderung. Darum geht's. Die Herausforderung mit diesen Schwierigkeiten, die das Leben als Mensch mit sich bringt, umgehen zu lernen. Ich fand das wirklich sehr schön am Ende, als er noch gesagt hatte, dass die Endzeit nicht das Ende der Zeit ist. Ja, und egal was kommt, es ist nicht vorbei. Das Leben, das wir führen, hat noch nie nicht bestanden. Es ist einfach nur ein Szenenwechsel. Das war's. Ein Aufwachen vom Leben, vom Traum des Lebens als Mensch. Dann geht es weiter. Und man muss also entweder hat man eine Nahtoderfahrung schon selbst erlebt oder man hat schon mystische Erfahrungen selbst erlebt. Es gibt viele Wege, das zu schaffen. Ja, es sind nicht nur die Nahtoderfahrungen. Es gibt zum Beispiel dieses holotrope Atmen, was sehr, sehr leicht ist, was sehr leicht zu erlernen ist und was sehr, sehr beeindruckende Ergebnisse mit sich bringt. Man sollte das nicht alleine tun. Man sollte sich da wirklich gut darüber informieren, wie das geht. Aber mystische Erfahrung zu haben,
das ist sehr leicht. Es gibt viele Wege, das zu schaffen. Es gibt leichte Wege. Es gibt Wege, die sehr, sehr herausfordernd sind. Und ich habe verschiedene davon schon selbst erfahren. Und ich weiß aus dieser Erfahrung heraus, auch wenn ich noch keine Nahtoderfahrung hatte, dass mystische Erlebnisse, Erlebnisse, die über das hinausgehen, was ich als Mensch, als normaler Mensch auf der Erde erlebe, die weit darüber hinausgehen. Ich weiß, dass das sozusagen eine Wirklichkeit ist, die erlebbar ist und die genauso wirklich ist wie das, was ich jetzt hier vor der Kamera erlebe, was ihr hinter der Kamera erlebt. So wie wir hier sitzen und uns das anhören oder wie wir uns sonst durch unser Leben bewegen, das ist alles genauso wirklich und noch viel, viel mehr. Viel, viel wirklicher noch. Und wenn man das einmal erlebt hat, dann ist das sehr, sehr glaubhaft, was die Rückkehrer uns berichten, die natürlich eine Intensität ihrer Erfahrungen mitgebracht haben, die so natürlich nicht sehr leicht zu erleben ist. Und für mich führt das dann am Ende nur dazu, dass ich solche Prophezeiungen ernst nehme. Da ist auch eine gewisse Neugier bei mir dabei. Aber ich nehme die nicht so ernst, dass ich mir denke, das ist jetzt in Stein gemeißelt und das wird unbedingt so kommen, überhaupt nicht. Ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch und denke mir, ach, warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Ich tue mein Bestes. Ich versuche einfach eine gute Kraft in dieser Welt zu sein. So oder so ist das etwas, das ich jedem empfehlen würde. Und das empfehle ich mir selbst. Und mit dieser Einstellung möchte ich dieses Leben leben. Und ich weiß von vielen Zuschauern, dass sie es auch so tun. Und das ist das Einzige, was wir sowieso tun können hier im Leben. Ich stehe nicht so auf Katzenjammer. Und die Liebe macht einfach Spaß. Liebe zu leben macht Spaß. Liebe zu geben macht Spaß. Den Effekt auf andere Lebewesen, Menschen und Tiere zu sehen, das macht so viel Spaß. Das ist so befriedigend. Ich kann mir nichts Befriedigendes vorstellen. Und das tröstet mich auch über viele, viele Enttäuschungen weg, die ich selbst auch viel erlebe und erlebt habe, die einfach nicht abreißen. Aber das ist auch die Herausforderung hier in diesem Leben, die wir heute erleben. Und ich glaube, das muss akzeptiert werden. Ich glaube, es muss akzeptiert werden, dass das Leben als Mensch von Anfang an nicht so gedacht war, dass es sozusagen ein Spaßerlebnis sein würde. Ich glaube, es war von Anfang an so gedacht, dass dieses Leben als Mensch ein Leben der Herausforderung sein würde. Und wenn man das einmal erkannt und dann irgendwann akzeptiert hat, dann ärgert man sich auch nicht mehr so sehr über die Herausforderung. Dann versucht man einfach nur noch zu lernen, wie kann ich damit umgehen, dass mich da gerade wieder jemand reizt, provoziert, triggert. Wie gehe ich damit um? Und wenn ich das gelernt habe, dann gehe ich damit um und dann mache ich aber mein Ding im Leben. Und das ist, die Liebe in die Welt zu tragen, das Schönste zu tun, was man als Mensch überhaupt tun kann. Und das ist das, wofür wir hier alle angetreten sind. Das ist meine Überzeugung. Und dafür werbe ich jedes Mal in jedem Video. Und deshalb werbe ich auch für die Arbeit, die ich tue, weil das sehr zeitintensiv ist, weil das sehr energieintensiv ist. Aber ganz egal, die Arbeit muss getan werden, so oder so. Und deshalb die Videos hier auf DoDeFi. Und ich freue mich sehr, dass ihr immer wieder jede Woche einschaltet. Und deshalb verbleibe ich hier mit sehr viel Freude bis zum nächsten Samstag, 21:30 Uhr, hier auf DoDeFi.